Jo, meine lieben Freunde, der Tributmonster und damit herzlich willkommen zurück zu einer Folge Yu-Gi-Oh! Powercast, Yugi the Destiny, Alter. Nachdem wir Yugi letztes Mal in Rekordlänge abgezogen haben, 9 Minuten für ein Duell, Leute, das war unglaublich. Ja, geht's weiter hier mit einem Match-Duell und hoffentlich guten Karten. Können einsetzen, um dich zu besiegen. Und wenn du noch so viele gute Karten im Deck hast. Yugi, wenn du dein Fallkartendeck immer noch ansprichst, ne, das ist kein Können. Das ist kein Können. Lassen wir es bitte, okay? Yugi, ich möchte dieses Deck nie wieder von mir sehen. Nie wieder. Geh nicht einfach nur vergraben. Das hat nichts mehr mit Duellieren zu tun. So. Schon mal ein guter Anfang hier. Aktiviere Spielfeldzauber. Sehr schön. Nee, mach das mal. Ich bin mit meinem Zug fertig. Nicht der beste Zug von Yugi. Alter, 1800, ne? Die Schatztruhe. 1800. So OP, ne? Ich liebe Yavi einfach so, ne? Lustige ist, er heißt natürlich auch Yavi, ne? Yavi Yugi heißt er. Und wenn ich jetzt hier sage, ich liebe Yavi, dann meine ich nicht hier ihn, ne? Mit Maklar ist, ne? Ich hasse ihn. Ich hasse die Pussy, die dahinter ist, hinter den Karten. Ach Mann, ey. Ja. Hurra. Hurra, Yugi, hurra. Nein. Haben wir jetzt zweimal Fallgrube? Ah, Tatsache. Geil. Ich bin mit meinem Zug fertig. Ja, nehme ich mit. Eine Tributbeschwörung. Den mache ich jetzt auf jeden Fall mal. Das war ein guter Angriff. 1500, Alter. Richtig schön reingebrettert. Könnte natürlich jetzt wieder ein Menschenfresser sein, aber ich denke eher an eine Verteidigungskarte. Nein. Flip! Oh. Mammut Graveyard, Alter. Das war ein guter Angriff. Geile Scheiße, Yugi, ey. Nein. Ich bin mit meinem Zug fertig. Na, dann opfer ich auf jeden Fall erstmal gleich hier meinen Lesser Dragon. Ah, ne. Da kommt noch eine Karte. Nein. Ja, hör auf, mich zu nerven, ne? Nein. Oh, wow. Null Death, ey. Das war ein guter Angriff. So, nächste Runde habe ich gewonnen, wenn er nur ein Monster legt. Und keine Spiegelkraft hat oder sowas. Dann kann ich einfach gleich zwei Clown-Angriff machen. Für sowas ist die Karte gut, weißt du? Zwei Clown-Angriff, aber sonst nervt es einfach nur übelst. Nein. Ich setze jetzt eine Karte. Ich bin mit meinem Zug fertig. Na, habe ich die Spiegelkraft gecallt oder? So, zwei Clown-Angriff, ne? Nein. Ja. Ja. So. Okay. Na boy! Gewonnen. Boah, ey. Er nervt mich so hart, ey. Bin mal noch so genervt, ne, weil ich nehme gerade jetzt die vierte Folge, glaube ich, im Vorrat auf, ne, vierte Folge. Und es ist immer noch alles der gleiche Tag, sagen wir es mal so. Ganze Runden nicht angreifen. Verräterische
Schwerter. Ja, Pussy. Dankeschön. Ich setze jetzt eine Karte. Mach das mal, Alter. Ich bin mit meinem Zug fertig. 1700, ey. Kann dagegen auch gerade noch nichts machen, ey. So, erstmal den Biberkrieger verteidigen. Nicht so eine geile Hand, ey. Das war ein guter Angriff. Ich bin mit meinem Zug fertig. Oh. Ist natürlich Fallgrube. Deswegen. Ja. Okay. Alles klar. Dann geht's nächste Runde los, würde ich mal sagen. Geil, Yugi. Ich bin mit meinem Zug fertig. Ach komm, ey. Willst du eine Zauberkarte aktivieren? Nee, ich hab keinen Bock, meine ganzen starken Monster in Verteidigung zu legen, weil es einfach gerade nicht läuft. Nimm einfach das, Yugi. Zieh auch nur Monsterkarten, weißt du? Ja, Change of Heart. Oh nein. Ich bin mit meinem Zug fertig. Hi. Oh. Ah, ich guck erstmal, was er da hat. Wahrscheinlich Menschenfressender, weißt du? Wenn ich jetzt meine mystische Elfe lege. Ja, guck mal! Steck den hier sonst wohin! Ihr könnt ihn nicht sehen, aber er kann ihn sehen, weißt du? Wir stehen uns ja gerade gegenüber, Yugi. Es war so klar, weißt du, wenn ich jetzt meine mystische Elfe gelegt hätte, wäre sie tot gewesen. Ich bin mit meinem Zug fertig. Ja, die behalte ich noch. Die behalte ich noch. Ich will jetzt erstmal auf jeden Fall das Monster loswerden, was er da hat. Weil 1200 ist gar nichts. Das war ein guter Angriff. Kann er mal Yami aktivieren? Wow, Yugi. Ganz toll. Ich bin mit meinem Wow, ich hoffe nicht, dass er opfert, ey. Bitte nicht. Einfach nicht opfern, Yugi. Nicht opfern, nicht opfern, nicht opfern, nicht opfern, nicht opfern. Ja, gut. Das war ein guter Angriff. Ah! Ich biete ein Monster auf meinem Spielfeld als Tribut. Ich beschwöre den Drachenfluch. Der bringt dir nicht viel, Yugi. Ich setze jetzt eine Karte. Geil. Ich bin mit meinem Zug fertig. Könnte Fahrgeburt sein. Das probiere ich mal aus. Schon klar, was du vorhast. Yep. Das wird leider nicht klappen. Fallgrube! Alles klar. So, dann mach mal deinen nächsten Zug, Yugi. Beide Fallgruben hast du, glaube ich, schon weg, ne? Ich aktiviere meine Zauberkarte. Ich fusioniere zwei meiner Monster. Fusion! Ich beschwöre Drachenmeister Gaia! Okay. Scheiße! Ja, und das ist seine Fusion, Leute. Drachenmeister Gaia. Endlich bekommen wir sie auch mal zu Gesicht. Geil. Nein! Ach, ich hab mich verklickt. Hab mich verklickt, Alter. Scheiß drauf. Ich glaube, ich kann dagegen auch nichts machen gerade.
Ich bin mit meinem Zug fertig. Ah. Das ist natürlich wieder auf meiner Seite, das Spiel, ey. Ja, und das war's. Ja. Der Effekt wird gleichzeitig aktiviert. Natürlich, natürlich. Kann ich auch jetzt voll was machen gehen gerade. Naja. Also ich auch mal was anderes spielen. Vielleicht hätte ich Raigeki noch behalten sollen, aber ich wollte nicht meine ganze Angriffskolonie da defensiv stellen. Aber egal, letztes Match bist du dran, Yugi. Letztes Match bist du echt dran. Ah, langsam wird es schwieriger gegen Yugi, ne? Yugi hat dazugelernt, ne? So. Und damit beende ich. Ah, zwei Klammerangriff. Ey, meine Fresse, diese Dreckskarte, ne? Aktiviere Spielfeldzauber! Ich setze jetzt eine Karte. Ich bin mit meinem Zug fertig. Das könnte natürlich jetzt auch mystische Elfe sein, ne? Let's try and set einfach mal. Oh, okay. Ah, nice. Nice, Yugi, nice. Gefällt mir. Gefällt mir. Bling, bling. Oh, nächste Runde kriegst du richtig schön reingepfeffert. Ich bin mit meinem Zug Sword of Dark Destruction, Alter. Ach komm, ja. Zweiklanangriff ist echt nervig. Dass ich die nur ziehe und keine einzige Fallgrube. Aber gut, ich hab alles, was ich brauche. Irgendwas muss ich doch tun können. Aber was? Junge, gib bitte auf, einfach. Hör auf, so zu nerven, gib einfach auf. Und Raigeki! Nein? Ich bin mit meinem Zug fertig. Schade. Ah, könnte man Change of Heart machen jetzt, ne? Aber irgendwie, weiß nicht. Ich warte mal ein Ründchen. Flip. Oh. Mich würde ja mal interessieren. Ich will mal gleich was ausprobieren. Wenn ich jetzt gleich Change of Heart mache und er jetzt ein Monster verdeckt hätte und ich es dann aufleben würde, könnte er Fallgrube aktivieren? Würde er das machen? Das würde ich gerne mal irgendwann ausprobieren. Alter, und die Wandillusion ist auch mal auf verstärkt, ja, auf 2050 Lebenspunkte. Aber warte, 2050 Death. Ja, try mal, was du da hast. Ja, was hast du denn da? Fallgrube? Oh, zwei Knallangriff. Man braucht sich nicht mal zu fürchten gerade. Gegen Yugi. Irgendwas muss ich doch tun können. Aber was? Gut zu wissen. So. Ich aktiviere. Raigeki! Raigeki! Jawohl! Fertig. Und ich habe gewonnen. Du willst deine Zauberkarte aktivieren? Ich bin mit meinem Zug fertig und ich habe gewonnen, ja. Das reicht. Irgendwas muss ich doch tun können. Aber was? Jawohl, Alter. Richtig schön. Boah, drei Duelle, ey. Jetzt aber auch recht fix, ne? Bitte, bitte, Yugi, gib mir gute Karten. Ich brauche langsam was Gutes.
Jawohl! Jawohl! Der Kopf der Exodia! Toll! Du hast gewonnen! Knapp! Aber du hast es geschafft, weil du nicht aufgegeben Ja, hast. ansonsten gibt es mir nur zwei Schwuchtelkarten, die ich sonst nicht benötige, ne? Aber Exodia, die gibt es mir. Das ist doch nice. Guck mal, können wir uns gerne mal durchlesen, Leute. Hier, Exodia, die Verbotene. Derjenige Spieler wird automatisch zum Sieger erklärt, der das linke, das rechte Bein sowie den linken und den rechten Arm der Verbotenen in der Hand hält. Ja, also wenn man die Karte plus die vier anderen Karten, die hier erwähnt werden, zusammen auf der Hand hat, gewinnt man automatisch das Spiel. Für die Leute, die es nicht wissen, Exodia war früher wirklich eine OP-Karte, die man nur mit Kartenzerstörung, was er mal gegen uns hier aktiviert hat, wo wir unsere Monster Reborn und so weiter verloren haben. Das hat er mal, da hat er das aktiviert und das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, Exodia auszuschalten. Wenn ich mich nicht recht irre. Ja. Gut, da haben wir ja schon einmal den linken Arm und einmal den Kopf. Jetzt fehlen uns noch drei Teile. Mal schauen, ob wir die irgendwann mal zusammenbekommen und dann auch mal vielleicht spielen würden. Gut, Leute, danke fürs Einschalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video wie immer gerne positiv bewerten und einen Kommentar hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Euer Kai aus YouTube. Bye bye.